Alter, bin ich jetzt zu müde? Was ist denn hier los? Oh. Geh mal ein andermal. Lasst eure Hände in euren eigenen Taschen, diebisch. Hab ich doch. Schmelzhütte auf Seers, okay. Wohnkaserne. Kann ich euch helfen? Ja, servus. Hey, wer wohnt hier? Gabe, altes Haus. Die Wohnkaserne ist kein Ort für Leute wie euch. Was wollt ihr? Was ist die Wohnkaserne? Dahin zieht man, wenn man sich nirgendwo sonst ein Zimmer leisten kann. Ungefähr zu der Zeit, als die Minen geöffnet wurden, kam jemand auf die Idee, da ein paar Betten reinzustellen. Arbeiter, die Kranken, die Lahmen, wir sind alle hier. Okay. Hier wohnen also nur die Armen und Kranken? Das kann man wohl sagen. Willkommen in Markart. Den Göttern sei Dank, dass ihr nicht hier leben müsst. Okay. Omluag? Lydia? Guten Tag. Ihr wollt nicht hier sein. Das will niemand. Ich kenne hier keinen, der nicht an Rüttelfieber oder Ataxie leidet. Ah, na Rüttelfieber in bestimmten Umständen. Ihr braucht etwas? Kann auch was Gutes haben, oder? Spart man sich die Waschmaschine. Das ist die Covid-Quarantäne da unten. Ah. Ja. Wir haben also alle Corinna hier, okay? Gut, gehen wir wieder. Das Dach haben wir jetzt. Ich bin noch erst sieben Stunden? Okay. Ich beaufsichtige die Schmelzhütte von Markart. Wenn ein Arbeiter aus der Reihe tanzt, rufe ich ihn zur Ordnung. Ah ja. Ihr seid keiner meiner Arbeiter. Was macht ihr hier? Arbeiter? Hört ihr schwer? Ich betreibe diese Schmelzhütte und ich habe meine Silberquote noch nicht erreicht. Was wollt ihr? Was wisst ihr über die Abgeschworenen? Jeden zweiten Tag scheint einer der Arbeiter in die Hügel zu verschwinden, um sich den Abgeschworenen anzuschließen. Man muss den Nord ja nicht lieben, aber gleich sein ganzes Leben ihrer Auslöschung widmen, das ist doch dumm. Gehört euch diese Schmelzhütte, hat er doch gerade gesagt. Nein, sie gehört Tona Silberblut. Ihm gehört alles in Markart. Der ganze Papierkram bleibt aber an Nepos die Nase hängen. Eine schwere Bürde für den alten Mann. Also gut. Das hat Fanatismus so an sich, ja? Diese Arbeiter, immer am Jammern, nie um eine Ausrede verlegen. Ja, natürlich, das kenne ich. Wir kümmern uns ab jetzt um alles. Geht weiter. So allmählich nervt er mich. Wir kümmern uns ab jetzt um alles. Geht weiter. Gasthaus Silberblut, gucken wir da mal rein. Ob die Arbeiter schon was von der Gewerkschaft gehört haben? Nein, ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube nicht, ne? Kommt rein. Im Gasthaus Silberblut gibt es hochprozentige Getränke und saubere Zimmer. Die müssen sich jetzt erstmal alle schön ordentlich hinstellen. Na guten Tag, Madame. Es kommen keine Lieferungen. Also habe ich nichts zu tun. Außer zu tun. Beachtet das Geschrei gar nicht. Meine Eltern zanken dauernd miteinander. Hallo, Rocky. Ich will hier nur sauber machen. Also. Hier ist meine Mutter und mein Vater streiten oft. Das haben sie schon immer getan. Mein Vater ist großzügiger, als er zeigen will.
Er gibt mir jede Menge Taschengeld. Das Drachenblut naht. Zum Licht war das Dunkel, es lebt die Legende. Fürwahr, das Drachenblut ist da. Was kann ein alter Skalde für euch tun, hä? Ein Skalde? Ist das so eine Art Barde? Könnte man so sagen. Ich schreibe über die Dinge, die ich gesehen habe. Die Schlachten, in denen ich gekämpft habe. Als ich noch jünger war, habe ich mir einen ziemlich guten Namen gemacht. An der Bardenakademie werden immer noch einige meiner Werke als Unterrichtsstoff benutzt. Okay. Allzeit gute Kämpfe euch. Ich finde, du solltest in der Kneipe das Versammlungsverbot durchsetzen mit dem Schwert. Nee. Da kann ich dir nachher nicht mehr beklauen. Ihr seid ein Kämpfer, wie wär's mit einer kleinen Wette? Ihr habt was über eine Wette gesagt. Ich bin betrunken und es ist eine Weile her, dass ich einen guten Kampf hatte. Ich wette 100 Septime, dass ich euch besiegen kann. Jetzt bräuchte ich die anderen Dinger dann, ne? Händen. Easy. Das nenne ich Kampfgeist. Dann mal hoch die Fäuste. Aber dann habe ich einen Pfeil ins Knie bekommen. Kämpft! Jemand ist da jemand? Das war schon alles? Wirklich? Alter! Denkt daran, immer auf den in der Mitte zielen. Alter, ich häng! Wehrt euch! Wo häng ich denn da? Bitte, jemand muss etwas unternehmen. Ah, jetzt ich werde auf euer Grab anhalten. Stopp! Ach, da ist er ja noch. Oh. Dies ist eine Alter, wenn die halt immer im Weg stehen hier, Alter! Geht doch mal weg hier, blöden Mädels! Wer hat euch denn das Kämpfen gelehrt? Hoch mit den Fäusten! Bleibt doch mal! Einfach nur draufhauen! Werf den Schneebuckel zu Boden! Eines meiner Lieblingslieder. Wir alle kennen Alter. Und lieben. Wollt ihr nur so dastehen und... Jemand... Wunderbar. Alter, wie die halt immer im Weg stehen, dann soll das immer weggehen. Nur auf den in der Mitte zielen. Oh. Ich nehme euch schon. Daneben. Tötet das hier ist eines meiner Lieblings. Verdammt. Daneben. Wir alle kennen ihn. Hoch mit den Fäusten. Mehr habt ihr nicht gekauft. Alter, willst du mal meine abwehren und gucken Steine an? Einfach nur stehen bleiben und draufhauen, tut's genauso. Ich krieg euch schon. Bei den Göttern, nein! Durch den das Kämpfen gelehrt. Hoch mit den Fäusten. Das Kaiser. Moment. Ich kann immer noch kämpfen. Ich hab verloren. Kohle raus. Fairer Kampf. Hier, nehmt es. Alles, was stört. Typisch Kneipenschlägerei, das Publikum sagt so, töte sie! Ja, so ungefähr. Und Servus. Ihr solltet mit meinem Vater Kleppre sprechen. Ich mache hier nur sauber. Ach so. Du, sag mal, Hugo. Kleppre! Das ist das Gasthaus Silberblut. Ich lasse euch selbst darauf kommen, wem es gehört. Mir. Ab heute mir.
Ich suche nach Arbeit, wisst ihr etwas? Hier, seht euch das an. Ein paar Männer des Jarls sind vorbeigekommen und haben diesen Beutebrief zurückgelassen. BB-Schockser. Hey, töte den Anführer Drachenbrücke. Ich habe einen Kaufvertrag für euch. Ah, Bully hat endlich jemanden geschickt. Oh. Das wurde auf Zeit. Ich warte schon seit Wochen. Wer war denn Bully nochmal? Vielen Dank dafür. Einen schönen Tag euch noch. Habt ihr nicht was vergessen? Was? Oh, wie konnte ich nur? Eure Belohnung, natürlich. Hier, bitte. Tut mir sehr leid. Veredelter Mondstein, Eisenbarren, Stahlbarren. Du Klepper. Was für ein Ding? Was will ich mit Dragonblade? Habt ihr in letzter Zeit Gerüchte gehört? Degain, der Bettler, ist selbst schuld, dass er aus dem Tempel von Dibella geworfen wurde. Er hat einen ganz schönen Krawall veranstaltet. Sprich mit Degain. Denkt daran, in Markart ist Met billiger als Blut. Okay. Die Getränke hier sind wässrig, aber bezahlbar. Borstag! Ich bin das, was man gemeinhin einen Glücksritter nennt. Macht mir ein Angebot. Vielleicht kämpfe ich dann an eurer Seite. Nee. Passt auf euch auf, mein Freund. Oder noch besser, bezahlt mich und ich übernehme das für euch. Öffnen! Nobel, Nobel. So, wie viel Uhr haben wir denn? Da geht's nicht raus. Da geht's raus. Da war der Degain. Was, der war da drin? Muss ich erstmal gucken, welche Quest waren das überhaupt? Das war das hier, kein Zacken aus der Krone. Mit Sibi Schwarzdorn, Lexikon. War wohl irgendwas hier? Sprich mit Degain. Tatsächlich, der war da drin. Kann der nicht vorher sagen, ey, hier, da bin ich. Kommt rein. Im Gasthaus Silberblut gibt es hochprozentige Getränke und saubere Zimmer. Almosen. Ich sagte Almosen, Schandmaul. Helft einem verkrüppelten Arbeiter über die Runden. Habt ihr etwas über Geld gesagt? Ja, einen ganzen Haufen. Seht ihr diesen Tempel? Da, ganz oben? Diese Frauen wollen unter sich bleiben. Lassen den armen Degain nicht rein, nein. Nicht einmal zum Gucken. Aber die haben einen Schatz da drin. Eine Goldstatue in der Größe eines Kindes. Wer weiß, was sie damit machen. Aber ich weiß, was ich damit tun werde. Also, wollt ihr, dass ich es stehle? So sollten wir das nicht nennen. Wir wollen doch nicht, dass die Diebesgilde von uns Wind bekommt, was? Nein, ihr sollt einfach reinschleichen und versuchen, das Ding rauszuholen. Ich warte hier und zahle euch die Hälfte dessen, was mein Interessent in Rifton mir versprochen hat. Damit helft ihr einem alten Bettler. Den Göttlichen gefällt sowas. Okay. Also man kann sich manche Sachen auch echt schön saufen, oder? Moment, sagen wir zwei, Septim. Ich bin gerade... Die Getränke hier sind festlich. Eieieiei. Solange wir was von abkriegen. Wenn er meint, uns bescheißen zu müssen, dann fällt er tot um. Hab ich jetzt wieder meine... Ah.
Sittner, Haus der Schmelzhütten. Wir müssen irgendwie dahinter. Wir kümmern uns ab jetzt um alles. Geht weiter. Also das würde ja heißen, ich müsste hierher und jetzt einfach geradeaus, genau. Habe gehört, dass sie die Dämmerwacht zurück. Ja. Irgendwie glaube ich. Alle der Toten. Ich bin Gorsas Assistent. Ich helfe ihr mit der Schmiede. Festung Unterstein entdeckt. Okay. Alter, noch verwinkelt, da ging die Stadt nicht, oder? In der Stadt verläufst du dich ja unterm Verlauf nochmal. Also ich habe keine Ahnung, was Marcel an der Stadt mag. So, irgendwo hier hatte ich einen Mauszeiger. Was habt ihr zu verbergen, Priester? Ich verberge gar nichts. Das ist aus einem bestimmten Grund geschlossen. Die üblichen Lügen der Kaiserlichen. Ihr solltet euch an Gorsa wenden, wenn ihr etwas braucht. Jetzt hindert ihr uns daran, unsere geehrten Toten zu besuchen. Ihr und der Jahr werdet für jegliche Störung der Totenruhe meiner Ahnen gerade stehen. Das reicht, Tongvor. Wir sind fertig. Im Moment bin ich zu nicht viel mehr Nutzer als zum Schmieden von Nägeln. Einmal habe ich mir beinahe einen Finger abgeschnitten, als ich eine Klinge geschärft habe. Kann ich nicht ausstehen. Also an der richtigen Job. Mit wem soll ich hier reden? Mit dem da. Ich bin mit meinen Studien beschäftigt. Was gibt es denn? Was macht ihr hier? Die Ausgrabungsstätte ist geschlossen. Ich brauche keine weiteren Arbeiter oder Wächter. Zauberer in Weißlauf, bist du es? Ja, so ein bisschen, ne? Marcel, die Ruinen unterhalb von Markart, die Fülle von Artefakten, die ich schon zwei Menschenleben lang erforsche. Idiot, wisst ihr überhaupt, wer ich bin? Der angesehenste Gelehrte auf dem Gebiet der Dwemer in ganz Tamriel. Und ständig kommt jemand und stört mich. Es tut mir leid, ich habe mich ein wenig in Rage geredet. Ich bin inmitten einer sehr anstrengenden Arbeit und ich hätte euch nicht anschreien dürfen. Drehst du dich jetzt nicht um oder muss ich dann aufs Maul hauen? Ich möchte gerne die Ausgrabungsstätte sehen. Ihr seid recht hartnäckig, nicht wahr? Also gut. Wer wäre ich, dass ich dem Wissensdurst im Weg stehen würde? Ich lasse euch hinein, wenn ihr dafür etwas für mich tut. In der Huanzel gibt es eine Riesenspinne. Meine Arbeiter nennen sie Nimhe. Vergiftete. Wenn ihr euch um Nimhe kümmert, lasse ich euch sowohl in die Ausgrabungsstätte als auch in mein Dwemer Museum. Was sagt ihr? Spinne ist so gut wie tot. Gut. Hier ist der Schlüssel zur Ausgrabungsstätte. Was habt ihr zu verkaufen? Ich hatte euch für einen Magier gehalten. Ich denke, das wird euch gefallen. Was hat er denn so? Gewöhnlicher Seelenstein mit gewöhnlicher Seele. Beschworene Streitaxt, beschworenes Schwert, beständiger Schutz. Besänftigen. Ich glaube, ich kann nicht schon. Eichenhaut, Eisstachel, oh, der hat aber viele. Zwerge, Band 1, 2 und 3. Ich hatte euch für einen Magier gehalten.
Ich denke, das wird euch gefallen. Können wir den denn verkaufen? Nö. Ja, so schaut der aus. Ich bin mit meinen Studien beschäftigt. Was gibt es denn? Ihr erforscht die Dwemer. Ja, ihre Geschichte und Kultur sind hier in Markarth allgegenwärtig. Ein Volk von Steinmetzen, Kunsthandwerkern und Technikern. Sie haben Maschinen erfunden und ausgedehnte unterirdische Städte gebaut, in denen sie Kräfte erforschten, die sich hinter denen der Götter nicht verstecken mussten. Und dann, wir wissen immer noch nicht wann genau, verschwanden sie. Das ganze Volk, alle auf einmal. Und nur ihre Werke blieben zurück. Tja, Mara hat mich geschickt, damit ich euch helfe. Ich habe schon nicht mehr daran geglaubt, dass Hilfe kommen würde. Versteht ihr? Ich habe viel über Verlehen nachgedacht. Ihr kennt Verlehen? Wer ist Verlehen? Tut mir leid, ich kenne sie nicht. Nun, sagen wir einfach, sie ist eine Wucht. Und sie weiß, was sie will. Haut einen um, im wahrsten Sinne des Wortes. Das Problem ist, dass ich in ihrer Nähe einfach kein Wort herausbringe. Mein Mund wird trocken und ich fange an zu zittern. Das kenne ich. Ich könnte niemals darauf hoffen, mich ihr zu nähern. Ihr braucht nur etwas, worüber ihr reden könnt. Ihr denkt wahrscheinlich zu viel drüber nach, es ist beides richtig. Das ist das Problem. Ich kenne Verlehen aus der Festung, aber ich habe keine Ahnung, was ihr gefällt. Das ist gar nicht so einfach. Leicht könnte ich sie beleidigen, indem ich das falsche Thema anschneide. Das habe ich schon erlebt. Weiß irgendjemand, was sie mag? Da gibt es jemanden. Ingvar. Er ist bei den Damen recht beliebt. Zum Glück ist Verlehen nicht ganz sein Typ. Aber sie sind schon seit geraumer Zeit befreundet. Und vielleicht hat er ein paar Ideen. Bitte fragt ihn, was sie mag. Das ist meine einzige Chance. Suche Rat bei Ingvar. Ich bin mit meinen Studien beschäftigt. Was gibt es denn? So, wo ist denn der Ingvar hier? Ich dachte, Ingvar ist ein Gewürz. So, machen wir jetzt erstmal die Quest. Und dann machen wir eins nach dem anderen, sonst das werden hier immer mehr statt weniger. Wir kümmern uns ab jetzt um alles. Gott, nerv mich doch nicht. Ich muss irgendwie darüber. Wir kümmern uns ab jetzt um alles. Geht weiter. Die Schatzkammer. Riada. Sagt der alten Oma einfach, wenn ihr etwas braucht. In Ordnung, Schätzchen. Mach ich. Ich bin die Frau von Tona Silberblut. Vergesst das nicht, wenn ihr mit mir sprecht. So? Kannst du einen Auftritt haben? Ich arbeite für die Silberblut-Familie. Helfe beim Putzen. Blut und Silber, Freund. Blut und Silber. Blutig genug für euch, Fremdling? Wie bitte? Markarth. Ist das blutig genug für euch? Droht ihr mir? Wenn ich euch bedrohen würde, hättet ihr es schon längst mitbekommen. Ihr Fremdlinge lernt es auch nie. Wenn die Abgeschworenen euch nicht schnappen, werfen euch die Wachen in die Sidna-Mine, wo ihr euch totschuften könnt. Glaubt ihr, im Fluss ist Wasser? Durch Markarth fließen Blut und Silber, mein Freund.
Meint ihr mit Blut und Silber? Ich habe eine Vermutung, aber wir hören mal an, was er sagt. Der Name der mächtigsten Familie in Markarth sagt alles. Silberblut. Sie haben eine ganze Mine voller Gefangener, die Silbererz für sie schürfen, das von bezahlten Arbeitern eingeschmolzen wird. Außerdem gehört ihnen die halbe Stadt. Ich arbeite für sie. Das Gasthaus ist nach ihnen benannt. Wenn die Wachen jemanden festnehmen, klären sie es zuerst mit ihnen ab. Ihr wisst vielleicht, was verliehen mag. Was? Warum? Habt ihr Interesse? Das möchte ich lieber nicht sagen. Ah, ein geheimer Bewunderer, was? Keine Sorge, ich erzähle es niemandem. Was ihre Vorlieben betrifft, ich habe euch nichts gesagt. Verlehen gibt sich gern hart, hat aber vor allem eine Schwäche für Gedichte. Als Jugendlicher habe ich einige Kurse an der Bardenakademie absolviert. Gedichte sind beim Umwerben von Frauen immer nützlich. Ich habe mal ein Gedicht für eine ältere Dame in Rorikstadt verwendet. Ich könnte es auf Verlehen umschreiben, wenn ihr mich bezahlt. Seid ihr bereit für meine goldenen Worte? Wir machen mal. Wunderbar. Ich schreibe alles auf, damit ihr es nicht vergesst. Wahrscheinlich sollte Verlehen es einfach selbst lesen. Ich will nicht, dass ihr über die Worte stolpert und meinen ganzen Fluss ruiniert. Wahrscheinlich hätte man auch noch ein bisschen drücken können, aber hey. Macht einfach kehrt und verlasst die Stadt. Das wäre intelligent. Ihr lebt hier in Markarth? Nein. Ich wohne in einem schönen Haus in Einsamkeit, wo die Luft nicht vom Rauch der Silberschmelzöfen verpestet ist und meinen mit goldenem Haar meinen Schild polieren. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ich bin hier, seit ich die Bardenakademie verlassen habe. Mit ein paar Muskeln verdient man mehr als mit einer verdammten Laute. Die Silberblutfamilie bezahlt mich. Lässt mich ein paar Schädel spalten und hält mir die Wachen vom Leib. Mehr brauche ich nicht. Okay. Ich suche nach Arbeit. Ihr solltet mit dem Jarl reden. Man kann sich immer ein bisschen was verdienen, indem man Abgeschworene in den Bergen tötet. Wenn es euch egal ist, gegen einen Haufen Daedra anbetender Wilder, die die dunklen Künste praktizieren, im Axtkampf anzutreten. Nur zu. Okay, kriege ich hin. Ja, ja. Aus dem Weg, Fremdling. Warum belästigt ihr mich, Fremdling? Warum schaust du so blöd? Ich möchte mehr über Markarth erfahren. Dann redet ihr mit der falschen Person. Wendet euch an den Elf im Bergfried, Kalzelmo. Das Einzige, was ich euch über Markarth sage, ist, haltet euch von uns fern. Wir haben schon genug Ärger, auch ohne Fremde, die Probleme machen. Aha. Ich sollte wieder zurück an die Arbeit. Belästigt jemand anderen? Habe ich mich nicht klar genug ausgedrückt? Aus dem Weg! Habe ich mich nicht klar genug ausgedrückt? Aus dem Weg! Bin immer noch da. Oh, Entschuldigung, Lydia. Wollte ich nicht antatschen. Nicht vor der Hochzeit. Ich mache ja nur meine Arbeit. Komm, wir gehen mal wieder zu dem anderen Vogel, wenn ich den Weg jemals wieder finde. Alter, die Stadt ist ja furchtbar ohne Bett. Eieiei, Entschuldigung. Die kann ich wohl, warum so müde bin. Wahrscheinlich Sauerstoffmangel. So, gehen wir wieder da rein. Dann gehen wir mal noch zum Jarl. Und die Bema Dungeons sind alle mega, besonders die richtig großen. Gibt auch gut Loot. No Grey mochte die wohl nicht so. Marcel mag auch die Bema Ruins. Ich hatte bisher, glaube ich, erst eine. So, der eine, das war doch so ein Bema, oder? Ne, das war ein Daedra. Kein Bema. War wieder andere. Ihr habt hier keinen Zut. Entschuldigung. Oh, sind die hier. Alter, wo war denn der? Ja,
Irgendwo da. Seid ihr hier, um den Jarl zu sehen? Dann bewegt euch schön langsam. Moment. Das Dwemer-Museum darf ohne Erlaubnis des Hofzauberers nicht betreten werden. Bis zum nächsten Mal. Alter, bin ich jetzt? Ich glaube, da lang ging's, oder? Ah. Hä? Oh, ich muss zu, glaube ich, zu der Tussi, oder? Servus. Alles in Ordnung? Okay, du bist schon mal schüchtern, okay.